nothing but the pumpkins blow. Flip-flops on, but I'm feeling that spooky flow. Craft supplies, scattered papers in a heap. Junk journaling magic, where the memories creep. It's Halloween in August, let's celebrate the night. With flowers and ghosts, everything feels just right. Sipping on cider while the fireflies dance. In my junk journal world, I'll take a chance. Summer nights whisper with a haunted breeze. Mason jars glowing filled with memories. Witches and sunshine in a playful embrace. Stickers and washi tape, I'm lost in this space. It's Halloween in August, let's celebrate the night. With flowers and ghosts, everything feels just right. Sipping on cider while the fireflies dance. In my junk journal world, I'll take a chance. Crafting my stories with a splash of delight. Spooky collages under the pale moonlight. Bats made of paper and candy corn too. Every page a treasure, every moment feels new. Bonfire crackles with a hint of sweet fright. Summer's still here, but the spirits take flight. Mixing the seasons in a colorful blend. In my junk journal world, the fun never ends. It's Halloween in August, let's celebrate the night. With flowers and ghosts, everything feels just right. Sipping on cider while the fireflies dance. In my junk journal world, I'll take a chance. So here's to the magic of summer's last glow. With a sprinkle of Halloween, let the creativity flow. In this junk journal journey, I'll always find a little bit of spooky and a whole lot of kind. Hallöchen und herzlich willkommen zu meiner Halloween im August Papierpremiere. Halloween im August, ist das für dich auch so ein Thema, das dir Gänsehaut verpasst? Weil es im August doch eigentlich noch viel zu früh ist für Halloween, dann bleib dran, denn das hier ist ein bisschen anders, als du vielleicht denkst. Hallöchen, Luise Heinzel hier. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Was ist eigentlich eine Papierpremiere? Eine Papierpremiere ist etwas, was es hier neu gibt auf meinem YouTube-Kanal. Du siehst heute mein diesjähriges Halloween-Papier zum ersten Mal. Ich zeige dir alles, was zum Thema Halloween neu in meinem Shop erhältlich ist, im Detail. Und außerdem ist dieses Video eine sogenannte YouTube-Premiere. Das bedeutet, neben oder unter diesem Video, je nachdem auf welchem Gerät du das anschaust, gibt es einen Chat, in dem wir uns austauschen können. Kurze technische Information, um irgendwelche Verwirrungen zu vermeiden. Du siehst mich jetzt hier gerade nicht live. Ich habe dieses Video schon im Vorfeld aufgenommen. Ja, also wenn du jetzt eine Frage stellst im Chat, dann kann ich dir im Chat antworten, aber nicht in diesem Video. Ja, du hörst mich dann nicht die Antwort hier sprechen, sondern siehst die geschrieben in dem Chat, der neben oder unter dem Video abläuft. Das bedeutet aber, du kannst direkt Fragen stellen oder irgendwelche Kommentare abgeben, wenn du möchtest, und ich kann dir die dann in dem Chat beantworten. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist und wir uns in diesem Chat hier gemeinsam unterhalten können, denn das gibt mir die Möglichkeit, mich direkt mit dir zu unterhalten und nicht so das Gefühl zu haben, dass ich hier an meinem Tisch sitze und mit mir selbst spreche. Auch wenn das eigentlich gerade so ist, weil ich nehme das ja hier auf und dann kommt das erst später, ne? Weißt du Bescheid. Du fragst dich vielleicht, Halloween im August, ist das nicht eigentlich viel zu früh? Ich will jetzt hier so Sommer und Sonne und Strand und Urlaub. Ja, so geht's mir auch. So geht es mir tatsächlich auch. Aber dieser Begriff Halloween im August, also auf Englisch Halloween in August, ich sage es deshalb auf Englisch, weil viele Junk Journal YouTube-Kanäle auf Englisch eben sind und das Thema sich zwar schon im deutschen im deutschsprachigen Raum schon weit etabliert hat, so ist es doch trotzdem so, dass sehr, sehr viele Begriffe und auch Aktionen aus dem englischen Sprachgebrauch
kommen oder aus den englischsprachigen Ländern eben kommen, oder? Und wir diese Begriffe dann auch in unseren deutschen Videos übernehmen und ja, dazu etwas gestalten oder so. Und dieser Begriff Halloween in August, der hat sich scheinbar über Jahre hinweg etabliert. Und wie du vielleicht schon auf YouTube festgestellt haben wirst, gibt es ganz, ganz viele Bastler, die Halloween-Projekte im August basteln. Aus den verschiedensten, natürlich legitimen Gründen, ja. So, ich möchte das nicht irgendwie kritisieren. Das ist toll, ja, weil Halloween ist toll. Aber durch diese Sache, Halloween im August, bin ich auf die Idee gekommen, diese beiden Themen, Halloween und August, also Sommer, ja, so, August ist für mich Sommer, also Halloween und Sommer, im wörtlichen Sinne miteinander zu verknüpfen. Und daraus ist ein sommerliches Halloween-Papier entstanden, oder wenn du das andersrum sehen möchtest, ein halloweeniges Sommerpapier. Dieses Papier habe ich auch genannt Halloween im August. Also in meinem Shop sind 99,9% der Artikel auf Englisch beschriftet, also haben englische Titel. Deswegen heißt es Halloween in August, dieses Papierset. Aber auf Deutsch würde das bedeuten Halloween im August. Ich brauche hier mal sowas. Weil nur weil Sommer ist, ne, braucht man trotzdem Heißgetränke. Das heißt nicht, dass man da jetzt hier mit irgendwelchen so kalten Cocktail ums Eck kommt. Ich habe hier mal was vorbereitet. Ich habe hier mal ein ganz einfaches Journal gebunden aus dem Halloween in August Papierset und noch einigen anderen Dingen. Dieses Journal ist sehr nackt, wie du wahrscheinlich schon jetzt hier bemerkt haben wirst. Warum habe ich das so gemacht und warum siehst du hier ein bereits gebundenes Journal und keine lose Papiersammlung, die ich gerade aus meinem Drucker rausgeholt habe? Du kennst aus meinen anderen Videos, wenn ich Shop-Updates gemacht habe oder irgendwelche Papiersets vorgestellt habe, dann kennst du das so, dass ich das Papier ausgedruckt habe, habe es ausgedruckt als lose Blätter vor mir liegen und zeige dir dann die einzelnen Blätter und blättere eben durch den Stapel durch, den ich gerade aus meinem Drucker geholt habe. Ich habe aber von euch ganz, ganz viel Feedback bekommen, dass das für euch manchmal schwierig ist nachzuvollziehen, wie das dann in einem gebundenen Journal aussehen kann. Und das verstehe ich vollkommen. Und deswegen habe ich das jetzt hier mal so gemacht, dass ich das Journal schon gebunden habe. Mir geht es auch oft so, dass wenn ich das so, auch selbst wenn ich über mein eigenes Papier spreche, ja, so, wenn ich das aus meinem Drucker hole, dann sehe ich das so vor mir, und das ist dann ja im Regelfall DIN A4, was ich da vor mir sehe, dass ich mir dann so ganz schwer nur vorstellen kann, wie sieht das denn jetzt eigentlich aus, wenn das gefaltet ist und ich tatsächlich nur die Hälfte von einer Seite sehe. Oder was kann ich denn mit den einzelnen Seiten überhaupt machen? Wie kann ich die denn überhaupt einbauen in mein Journal? Oder welche Teile kann ich so verändern, dass mein ganz eigenes Journal daraus wird? Das sind alles so Fragen, die man sich stellen kann, wenn man das aus seinem Drucker rausgeholt hat. Und die man sich natürlich auch stellen kann, wenn man kein digitales Papier verwendet, sondern einfach anderes Papier irgendwo im Laden physisch schon als Papier gekauft. Das muss kein digitales Papier sein, wo man sich diese Fragen stellen kann. Das kann auch irgendwas vom Flohmarkt sein, so, ja, aber ich finde immer, wenn man sowas hat und wenn man sich vorstellen möchte, wie das dann später aussehen kann, ist es sehr hilfreich, wenn man ein Journal schon vor sich liegen hat. Und deshalb habe ich das hier schon mal so für euch vorbereitet, sodass ihr euch das vorstellen besser könnt. Hier ist auch was drin, was ihr vielleicht schon kennt aus einem anderen Video. Sage ich euch später noch ein bisschen was Genaueres dazu. Auch wenn hier jetzt schon ein paar andere Sachen hineingewandert sind, ist das hier aber ein sehr nacktes und basic Journal sozusagen, was jetzt aus diesem neuen Papierset Halloween in August entstanden ist und ein paar anderen Kleinigkeiten, wo ich denke, dass das ganz gut dazu passt, zeige ich euch gleich noch genauer und erzähle ich euch noch genauer, was ich da verwendet habe. Und außerdem möchte ich dir hiermit auch zeigen und auch mit dieser Idee Halloween im August, dass man alles miteinander kombinieren kann, egal zu welcher Jahreszeit. Ich möchte dir zeigen, wie vielseitig und grenzenlos Junk Journaling sein kann. Wenn du jetzt hier schon ein bisschen so aufgepasst hast, ne? Dann wirst du... Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen zu gut gelaunt. Ich hoffe, ich nehme mir jetzt diesen Spaß nicht übel. Wenn du jetzt hier richtig gut aufgepasst hast, dann wirst du feststellen, dass man auch scheinbar unpassende Themen wunderbar miteinander kombinieren kann. Also Halloween und Sonnenblumen, warum nicht? Halloween und Sommer, warum denn nicht? Herbst und Sommer,
Warum nicht? Ja, also wenn du jetzt nicht so typische Halloween-Gestalten magst, kannst du trotzdem Herbst und Sommer kombinieren. Und natürlich auch noch x-beliebige andere Themen, ja. Die Liste aufzulisten, welche Kombinationsmöglichkeiten es da gäbe, wäre vollkommen möglich. Dann würde dieses Video wahrscheinlich 4 Jahre dauern. Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte. So, ja, dann lasst uns mal ein bisschen genauer auf das hier eingehen, was ich hier gemacht habe und aus welchen Bestandteilen dieses neue Papierset überhaupt besteht. Ich möchte dir auch außerdem noch ein paar kleine Anregungen geben, mit was du das kombinieren könntest, was du bereits hast, was du in deinem Vorrat finden könntest, was du in anderen Videos von mir gesehen hast und auch vielleicht etwas, was du schon in vergangenen Jahren in meinem Shop gekauft hast. Es gibt ein Papierset, wo ich denke, dass das perfekt hier dazu passen würde, was sehr, sehr viele von euch da draußen bereits haben. Und da habe ich gedacht, ne, das könnte ich dann ja auch gleich mal erwähnen, dann wisst ihr darüber auch Bescheid. Fangen wir am besten nochmal hier vorne an, beziehungsweise ich klappe das nochmal zu, weil ich weiß, einige von euch wollen das immer ganz genau wissen, wie ich das Journal konstruiert habe. Wenn du dich selber als Anfänger bezeichnest, wenn du mich kennst, du weißt, ich mag das Wort Anfänger nicht, aber irgendein Wort muss man verwenden dafür, ja. Wenn du selber sagst, ich bin ein Anfänger, dann möchtest du diese Informationen vielleicht gleich vorneweg haben, sodass du dich ein bisschen daran orientieren kannst, wenn du dir vielleicht auch selber ein solches Journal hier machen möchtest. Dieses Journal ist vom Cover her ein bisschen größer als DIN A5. Die Seiten, die ich ausgedruckt habe, sind ja als DIN A4 aus meinem Drucker rausgekommen. Dann habe ich das in der Mitte gefaltet und dann habe ich für jede Seite DIN A5. Und ich habe dann hier unten und oben und an der Seite ein Viertel Inch Platz gelassen, sodass das Cover dann, also Überschuss gelassen, sodass das Cover dann größer ist, als die Signaturen sind. Ich habe diesmal hier mit Inch gearbeitet, weil das für mich in diesem Fall einfacher war und ich das auch mal ausprobieren wollte, ob das vielleicht auch gut klappt. Meine Matte, die ich normalerweise hier liegen habe, diese schwarze Glasmatte von Tim Holtz und Tonic Studios, die hat ja auch Inch-Maß drauf und deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist das leichter. Und das war tatsächlich für mich auch so, also auch eine neue Erkenntnis, die ich hier gewonnen habe, als ich dieses Journal gemacht habe. Du kannst das selbstverständlich auch in Zentimetern machen, dann würde ich für meinen Geschmack 0,5 Zentimeter hier lassen. Ein Viertel Inch ist ja in etwa grob 0,5 Zentimeter. Also dass dann das Cover etwas größer ist als die Seiten sind. Dieses Cover hier ist gemacht aus einer etwas härteren Pappe. Nicht 100% hart, also es ist ein Hardcover, ja, aber es ist ein kleines bisschen biegsam. Da kann man eine Graupappe nehmen. In meinem Fall war das hier so eine Abfallpappe, einfach so ein Stück von so einer Pappe, die man hinten an so einem Malblock dran hat. Das fand ich ganz gut, das ist sehr stabil und da kann man sich dann ein Hardcover ganz einfach draus machen. Das hier habe ich einfach mit Stoff bezogen, diesen habe ich mal in einem Happy Mail bekommen und schon als ich den sah, habe ich gedacht, der perfekte Stoff. Ihr könnt das mit Papier bekleben, ihr könnt das wie auch immer gestalten. Hier würde ich kein Papier draufkleben, aber das wisst ihr, wenn ihr mich kennt, hier auf diesen Übergang, ne, wenn man das so aufklappt, da würde ich kein Papier hinkleben, weil das so leicht brechen kann. Das würde ich immer irgendwie mit einem Stoff machen, diesen Schlitz, damit das gut beweglich bleibt. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache, kann jeder machen, wie er möchte. So, also, das Ganze ist etwas größer als DIN A5, sprich einen halben Zentimeter ungefähr hier, hier und unten, sodass die Seiten gut geschützt sind. Und auch wenn man hier noch irgendwelche Tabs, so kleine Reiter oder sowas dran machen will, dann sind die geschützt durch das Cover. Dieses Journal hat insgesamt 5 Signatures. Also jedes einzelne von diesen kleinen Dingern bezeichnet man als Signature. Ist hier so ein kleines Bündel Papier, ne? Falls du das noch nie gemacht hast, wäre das der englische Begriff, den man dafür verwenden könnte. Gibt es natürlich auch noch alle möglichen anderen. Ich verwende gerne den. So, dieses Teil hier, also eine Signature, besteht aus insgesamt 5 Blättern in der Mitte gefaltet. Sprich 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist die Mitte, das heißt, hier sind die anderen 5 Hälften dieser jeweils von diesen Blättern. Ja? Also 5 Blätter insgesamt in der Mitte gefaltet. Davon insgesamt 5 Signatures. Und wir haben jetzt hier einen Abstand hier zwischen dem Cover und der ersten Signature von 1/4 Inch. Zwischen jeweils den Signatures ist 1/2 Inch. Wenn du das in Zentimeter machen willst, dann könntest du hier vorne 0,5 Zentimeter machen und hier jeweils dann 1 Zentimeter dazwischen. Das habe ich jetzt deshalb so gemacht, damit ich hier noch ziemlich viel Platz habe. Wenn du das hier vorne so zusammendrückst, dann siehst du schon, hier vorne ist es jetzt noch ziemlich
klein, also ne, da ist noch ziemlich viel Platz. Das kann jetzt noch sehr, sehr wachsen und zwar im Idealfall so bis zu diesem Maß. Ich mag das immer gerne bei einem Hardcover, wenn das hier so ein Rechteck ist, aber das kannst du natürlich auch machen, wie du möchtest. Wenn du auf Alligator-Journals stehst, dann kannst du das auch wachsen lassen, bis es so ist. Aber was ich damit zu sagen versuche, ist, dieser Abstand hier, der hilft natürlich sehr, dass man da noch genug Platz hat. Auch wenn das jetzt erstmal ein bisschen komisch aussieht, weil das sieht aus wie so ein Schweizer Käse, ne? Also gerade auch wegen dem Stoff schaut das ein bisschen aus wie so ein Käse. Aber ihr müsst bitte bedenken, wenn ihr das hier seht, hier ist jetzt fast noch nichts drin. Ja, auch wenn ich jetzt hier schon mein Ephemera von diesem Halloween in August Papier verwendet habe, ist hier fast noch nichts passiert. Das ist einfach nur das, was aus meinem Drucker gekommen ist, mit ein paar anderen Sachen kombiniert und hier eingebunden. Mehr ist da noch nicht passiert. Ja, so. Dieses Halloween in August Papier, da könnt ihr verschiedene Sachen in meinem Shop finden. Und zwar zum einen die Junk Journal Seiten, also das halt der Artikel heißt dann Halloween in August Junk Journal Pages. Der direkte Link befindet sich aber selbstverständlich auch unten in der Infobox unter diesem Video. Also der erste Artikel heißt Junk Journal Pages. Das sind insgesamt 20 Seiten und auf den Seiten findet ihr diese Halloweenigen Gestalten, aber auch solche sommerlichen Sachen und eben die Halloweenigen Gestalten sind hier mit, auf dieser Seite gerade nicht, weil das auf der anderen Hälfte ist, die Halloweenigen Gestalten sind hier mit so Sonnenblumen und so sommerlichen Elementen kombiniert. Aber ihr findet da auch Dinge, die ihr dann zum Beispiel auf die Rückseiten drucken könnt, um diese krasse Kombination dann hinzubekommen. Ihr findet da auch ein paar neutrale Seiten, einen Moment, muss ich gerade suchen, wie diese hier zum Beispiel, die auch bewusst sehr, sehr viel heller gestaltet ist, als die anderen Seiten sind, sodass man da so viele Kombinationsmöglichkeiten hat, wie man haben möchte. Selbstverständlich könnt ihr auch Seiten weglassen, ja? Also ihr müsst jetzt nicht das genauso ausdrucken, wie ich das jetzt hier ausgedruckt habe, aber wenn ihr das tut, passt das alles gut zusammen. Dann gibt es ein Ephemera-Pack. In dem Ephemera-Pack findet ihr zum Beispiel so kleine Taschen, da findet ihr alle diese Tags, die ihr hier seht. Ich zeige euch die gleich nochmal ein bisschen genauer und auch, welche verschiedenen es da gibt und was ich mir dabei gedacht habe. Da gibt es ganz unterschiedlich große Tags, Taschen, Tagspots, also zum Beispiel das, wo das hier drin steckt. Das hier ist auch aus dem Ephemera-Pack und so weiter und so fort. Bellybänder, Journaling-Karten und so weiter. Das Ephemera-Pack besteht aus 10 Seiten insgesamt. Und dann gibt es einen dritten Artikel, der heißt Halloween in August Junk Journal Kit. Und das bedeutet, da ist alles drin. Sowohl die Junk Journal Pages als auch das Ephemera. Wenn in meinem Shop steht Junk Journal Kit, dann hast du sowohl Seiten, die du auf vollflächig DIN A4 ausdrucken kannst, als auch diese ganzen kleinen Teile, das sogenannte Ephemera, wie Tags und so weiter und kleine Karten und aber auch Aufbewahrungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Taschen, Bellybänder und du hast auch so kleine dekorative Elemente wie diese Banner hier zum Beispiel. Also in dem Kit ist beides kombiniert, die Seiten und das Ephemera, ja, sodass du dann die Auswahl hast, möchte ich jetzt lieber nur die Seiten haben, weil ich mir vielleicht mein Ephemera selber mache oder ich habe noch genug in meinem Vorrat, was ich damit kombinieren könnte oder ich möchte ein anderes Ephemera-Pack nehmen, dann könntest du nur die Seiten verwenden. Oder du sagst vielleicht, ich habe schon ein Halloween-Journal mir gemacht, aber die Ephemera-Teile, die Luise in ihrem Shop hat, aus dem Ephemera-Pack eben, die passen mir gut in mein Journal rein. Also nehme ich nur das Ephemera-Pack und verwende nur das für mein Journal, was ich vielleicht schon habe. Oder vielleicht willst du das ja auch mit einem ganz anderen vollflächigen Papier kombinieren, ja? Oder aber du sagst, ich will das hier genauso machen, wie Luise das gemacht hat. Oder ich möchte vielleicht sogar auch die Sachen, die sie jetzt noch zeigt, in den Videos, die jetzt noch kommen. Logischerweise kommen hier noch Videos über dieses Journal, ja. Das möchte ich genauso nachmachen. Ich möchte mir auch so ein Journal machen. Dann könntest du das ganze Kit nehmen, sodass du dann beides, die Seiten und das Ephemera, schon hast. Und das dann nahezu genauso machen kannst, wie ich das hier gemacht habe. Also ich hoffe, das bietet die größtmögliche Freiheit für euch zum Auswählen, auch was zum Beispiel das Budget betrifft, haben viele mir schon zurückgemeldet, dass ihr das lieber mögt, wenn es kleinere Artikel auch gibt, als wenn immer alles in einem Artikel, der größer ist, zusammengefasst ist, der dann logischerweise auch teurer sein muss, weil irgendwie muss ich das kalkulieren, was ich hier tue, ja? So, deswegen habe ich das so für euch gemacht. So, da sehr, sehr viele danach fragen, möchte ich jetzt darauf eingehen, mit was man dieses Halloween in August Papier gut kombinieren kann. Und das ist für mich immer, also ganz ehrlich, ne, wenn ihr mich das fragt,
Luise, gib mir mal einen Tipp, mit was kann ich das kombinieren? Ja, ich kriege da so oft so Nachrichten, wo ihr dann sagt, ja, ich habe jetzt den und den Artikel in deinem Shop gekauft. Sag mir mal bitte, mit welchem anderen Artikel aus deinem Shop ich das gut kombinieren kann. Das ist für mich so wahnsinnig schwer immer zu beantworten. Nicht deshalb, weil ich mir darüber keine Gedanken mache oder weil ich da mir denke, so, ja, ist mir doch wurscht, was du tust. Nein, um Gottes Willen, sondern weil es einfach Geschmacksfrage ist, was die Antwort auf diese Frage ist. Ja, das liegt ja an deinem persönlichen Geschmack, was du gerne magst, was du damit kombinieren möchtest. Und nur weil ich sage, nimm das oder das oder das, heißt das noch lange nicht, dass das jetzt hier jedem gefallen muss. Ja, deswegen ist das, was ich sage jetzt hier, meine persönliche Meinung und mein persönliches Empfinden. Das heißt nicht, dass das für dich genauso sein muss. Das ist nur als kleiner Tipp oder als Anregung gedacht für dich, wenn du dir diese Frage stellst, was kann ich hiermit kombinieren? Also, zum einen würde ich mal sagen, alles, was in irgendeiner Art und Weise Sonnenblumen hat, würde wunderbar funktionieren. Alles, was in irgendeiner Art und Weise so einen weißen Schleier hat, würde gut funktionieren. Ihr seht, ich habe hier sowas drüber gelegt mit meinem Photoshop-Programm, was so ein bisschen an so einen Nebel erinnern soll, ja, weil wegen Halloween, aber gleichzeitig hat das hier so Blumen. Könnt ihr das sehen? Das sind so, ja, so kleine Blumen hier und die sind auf einigen dieser Seiten drauf, weil ich mir gedacht habe, das ist die perfekte Kombination. Wenn man an Halloween denkt, dann denkt man oftmals an so einen Nebel und an so ein, so, ja, so eine düstere, dunstige Angelegenheit. Und wenn man aber an Sommer denkt, denkt man ja erstmal an Blumen und so, ne? Deswegen habe ich gedacht, kombinieren wir das hier und machen so einen Blumennebel. Das heißt also, wenn du irgendwelches Papier hast, was diesbezüglich funktionieren könnte, könntest du das verwenden. Auf den Seiten, wo du nicht den Nebel siehst, könntest du natürlich mit Schablonen arbeiten und dementsprechend einer hellen Tinte, wie zum Beispiel Lost Shadow Oxide Ink oder so, und darüber schablonieren und dir selber so einen Nebel machen, imitiert das hier oder angelehnt, sagen wir mal, an das hier, sodass du dann dir auf den anderen Seiten auch noch sowas machen könntest, wenn dir der Nebel auf den Seiten, die hier schon sind, nicht genug ist. Was ich dann auch finde, was sehr, sehr gut passen würde, was ich jetzt hier auch verwendet habe, falls du sowas hast, ist gerostetes Papier. Also das hier, dieses hier ist jetzt kein Druck, sondern, also das ist dieses, was hier im Hintergrund ist und auch diese Tasche hier, das ist kein Druck, sondern das ist aus meinem Vorrat. Das hier ist ein Fotopapier gewesen, was ich gerostet habe. Das hier ist die Seite, die normales Kopierpapier ist. Also da ist nicht die Fotobeschichtung drauf. Und hier ist einfach Rostwasser drauf gekommen. Deswegen ist das hier so hell, hat aber trotzdem so kleine Einschlüsse von Rost. Und hier auf der anderen Seite, ich ziehe mal kurz das hier raus, dass man das besser sehen kann, was du hier im Hintergrund hinter dieser Tasche siehst, ist die fotobeschichtete Seite von dem Fotopapier. Und da ist der Rost hier richtig krass rausgekommen. Und wenn ich jetzt richtig drüber nachdenke, könnte es sein, dass hier auch ein kleines bisschen zusätzlich Tinte noch drauf ist. Ich vermute Crackling Campfire, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber was ich damit sagen will, ist Rostpapier und natürlich Papier mit Tinte, alles was orange ist, alles was Brauntöne hat oder vielleicht sogar so eine Kombination aus Braun und Orange, finde ich richtig, richtig cool. Alles was so Grautöne hat, würde ziemlich gut dazu passen. Und von dem Thema her ist natürlich auch so, es kommt drauf an, willst du jetzt hier solche creepigen Gestalten drauf haben oder nicht? Ja, möchtest du jetzt wirklich hier so, sagen wir mal, Charaktere haben, die zu Halloween passen? Dann würdest du die in dem Papier finden. Wenn du die nicht haben willst, dann kannst du das natürlich auch mit anderen Fokuspunkten versehen. Also ich finde zum Beispiel, alles, was Stempel betrifft, was Blumen sind, ich müsste das anders sagen, alles, was Blumen ist und zum Beispiel Stempel oder Schablonen, würde hier gut dazu passen. Vielleicht hast du irgendwelche ausgeschnittenen Blumen, auch zum Beispiel Die-Cuts oder so, die Blumen sind, würden hier da gut dazu passen, finde ich. Und auf der anderen Seite, auf der Halloween-Seite, alles, was Fledermäuse sind, finde ich, passt ganz cool dazu. Ich hatte doch hier irgendwo, hier, da habe ich aus diesem Tag hier, der Tag ist aus dem Printable, ein Bellyband gemacht, sodass man das hier so dahinter stecken kann, dieses kleine Papierchen. Und dann habe ich hier drüber einfach Fledermäuse gestempelt, sodass das so aussieht, als wenn die hier so, ne, da so entlang fliegen würden. Außerdem gibt es dann natürlich auch noch 100.000 verschiedene Papiersorten, die du verwenden kannst. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch hier kurz was zu sagen, dass ich das nicht vergesse. Erinnerst du dich vielleicht hier dran? Ich hatte mal so ein
paar Videos gemacht. Da gibt es eine Playlist, die heißt Magie auf mattem Fotopapier. Verlinke ich dir unten in der Infobox. Da habe ich verschiedene Experimente gemacht, eben auf mattem Fotopapier mit Distress Oxide Ink. Und ich habe auch so Fake Eco Dyeing gemacht mit eben diesen Medien, Oxide Ink und Fotopapier. Und das hier ist ein Überbleibsel davon. Und ich finde, das passt perfekt dazu. Das hier sind zwar... Wir driften hier voll ab. Das hier sind zwar Weihnachts-Die-Cuts gewesen von Sisix und Tim Holz, die ich hier verwendet habe, um diese Muster hinzukriegen. Das macht aber nichts, weil, wenn das farblich gut dazu passt, ich meine, wer sagt, dass ich das nicht kombinieren kann? Ja, also ich finde, das passt total gut dazu, wenn ich das mal hier so drauflege oder hier so hinterstecke, siehst du? Warum soll ich mich daran stören, dass das hier ein Weihnachts-Die-Cut ist? Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Und das sollte dich auch nicht interessieren. Ist kein Befehl, sondern nur ein kleiner Hinweis, weil viele sich immer so extreme Gedanken machen, so denken, so, ah, das kann ich jetzt nicht machen, ich kann doch nicht hier sowas hinmachen und da sowas. Ja, warum nicht? Ist dein Journal, mach das. Ja, wenn dir das gefällt und du das toll findest, dann mach das bitte einfach. Dann hatte ich eben gesagt, es gibt ein Papierset aus meinem Shop, was sehr viele von euch haben, was meiner Meinung nach perfekt hier dazu passen würde, und zwar ist das das Dried Gatherings Papier. Ich verlinke euch auch das nochmal unten in der Infobox. Ich blende euch hier mal gerade ein paar Bilder ein, sodass ihr das euch ungefähr vorstellen könnt, falls ihr das nicht kennt. Sehr, sehr viele von euch haben das schon gekauft im letzten Jahr. Vielen herzlichen Dank auch natürlich nochmal dafür. Also im letzten Jahr habt ihr das gekauft, in diesem Jahr auch, aber im letzten Jahr ist das erschienen. Und ich finde, die Farben aus dem Papier, die passen perfekt zu diesem Halloween in August Papier. Das würde wunderbar dazu passen. Schaut euch nur mal das hier an. Ja, also auch auf diesem, ich sage euch gleich noch, was das hier ist, weil ihr seht schon, das ist kein normales Papier. Genau genommen ist das eine Folie. Das würde perfekt dazu passen. Aber auch wenn man das auf normalem Papier ausdruckt, diese Farben, die passen einfach perfekt dazu. Ja, das würde mit Sicherheit eine richtig coole Kombination sein. Erst recht dann, wenn ihr sagt, ich möchte den Schwerpunkt auf diese Orangenfarben legen und dieses mehr orangene Farbspektrum als auf dieses düstere Halloweenige. Dann könntet ihr das Bright Gatherings verwenden, um das noch mit hier einzubauen. Ihr könntet zum Beispiel sagen, ich drucke mir eine Seite von dem Halloween in August auf die Vorderseite und eine Seite von Bright Gatherings auf die Rückseite. Dann habt ihr automatisch so eine Abwechslung, wenn ihr durch das Journal blättert. Falls ihr sagt, ich möchte mehr auf Halloween, ja, also weniger auf Sommer und August, ja, sondern mehr auf Halloween, dann könnte ich euch auch noch was anderes empfehlen. Ich habe nämlich diese Fotostrips hier noch in meinem Shop. Die sind auch relativ neu. Vielleicht habt ihr schon die schon gesehen, die sind schon etwas länger gelistet. Die heißen Vintage Fotostrips Halloween Edition. Und das sind so Streifen. Die sind, wenn ihr die ausdruckt, mal so. Ihr kennt vielleicht die Vintage Photo Strips, die ganz normalen, ja, also die ganz normalen, verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Und da habe ich jetzt eine Halloween-Edition gemacht, wo ihr wirklich richtig creepige Gestalten hier habt, also richtig so gruselig, also wirklich krass Halloween. Aber auf manchen Bildern sind auch so kleine Sachen, die, ne, hier an das Halloween in August erinnern. Und die könnt ihr natürlich auch hier jetzt kombinieren mit, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich brauche ein Bellyband oder ich brauche eine Journaling-Karte, die quadratisch ist, schneidet so ab, oder ich brauche eine Journaling-Karte, die rechteckig ist, oder ich brauche eine Tasche, die eine Treppe ist. Ja, also könnt ihr euch vorstellen, oder wenn ihr das so abschneidet. Ihr könnt diese Streifen auseinanderschneiden, wie ihr das möchtet. Ihr könntet auch einen Bellyband quer machen, indem ihr einen Streifen so rausschneidet, den ihr dann so lang machen könnt, wie ihr wollt. Ja, also entweder alle 5 Bilder oder zum Beispiel nur 3 oder ein kleines Bellyband, was so nur aus 2 Bildern besteht. Der Sinn hier hinter ist, dass ihr das so ausdrucken könnt. Und dann könnt ihr entscheiden, wie zerschneide ich das. Entweder schneide ich das so und benutze wirklich dann den ganzen Streifen, oder ich schneide das so, knick den Streifen in der Hälfte, mache ein Ziehharmonika-Ding, ein mini kleines Ziehharmonika zum Ausziehen, so ein Flip-Out-Ding oder was auch immer. Ihr könnt das so schneiden, wie ihr möchtet. Oder, was ihr natürlich auch machen könnt, ist, ihr schneidet das hier ab. Das hier ist jetzt durch den Drucker gekommen, ne? Also durch das Format der einzelnen Bilder entsteht hier so ein Rand, aber den kann man ja einfach abschneiden.
Dann könntet ihr das auch als Seite verwenden, indem ihr das einfach dann in der Mitte faltet und ihr habt einen coolen Hintergrund, der besteht aus diesen ganzen Bildern. Ja, so, das würde natürlich auch gehen. Dieses verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox. Das, was ich hier habe, stammt auch noch aus einem Set, was ich auch hiermit gut kombinieren lassen könnte. Dieses heißt Translucent Flower Whispers. Das habt ihr schon gesehen, das Papierset, in Kombination mit meinen Videos zu dem holographischen Papier. Ihr seht, also Vinylpapier, ich sage immer Papier. Vinylpapier heißt das. Das ist so eine Folie. Falls ihr die Videos nicht gesehen habt, ich verlinke euch die auch nochmal unten in der Infobox. Wenn ich das hier so bewege, seht ihr, das hat so einen holographischen Effekt. Und das hier ist aus dem Translucent Flower Whispers Set. Das verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Auch dieses Papierset würde sich gut eignen, um das mit dem Halloween in August Papier zu kombinieren. Natürlich selbstverständlich auch, wenn man es nicht auf holographisches Vinyl druckt, sondern wenn man es einfach so, ich habe hier zufällig noch so Seiten liegen, einen Moment. Auch wenn man das auf normalem Papier ausdruckt, passt das cool dazu. Insbesondere, also das ist jetzt hier normal ausgedruckt, ne? Das ist ganz normales Fotopapier. Insbesondere auch, weil das hier so blau ist. Und ich finde, guck mal, das Blau und das Orange, das passt wie A auf E. Also A auf Eimer, ne? Das passt sehr gut, finde ich. Und da gibt es einige Seiten, in denen so extreme blaue Stellen sind. Und ich finde, das passt ziemlich cool, seht ihr? Und auch dieses bräunliche Orange, finde ich, das passt ziemlich cool auch zu den anderen Seiten und auch zu diesem etwas kräftigeren Orange. Da hat man dann so ein bisschen so einen Ausgleich irgendwie. Wenn man sagt so, oh, ne, das ist mir ein bisschen zu viel Orange, ja, dann kannst du das hier damit kombinieren. Das wäre auch, denke ich, eine coole Möglichkeit. So, und nebst diesen ganzen Kombinationsmöglichkeiten besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich dieses Papierset zu nehmen und das auf verschiedene Papiersorten oder auch Plastiksorten zu drucken, um dann aus einem und demselben Papierset so viel wie möglich rausholen zu können. Wie habe ich das hier gemacht? Erstens, diese Seiten hier, diese vollen Seiten, wo du siehst, dass da was drauf gedruckt ist. Also ich rede jetzt nicht von so einem Papier, was ich hier gefärbt und aus meinem Vorrat genommen habe, sondern ich rede von diesen Seiten, die du hier eingebunden in der vollen Größe sehen kannst. Dafür habe ich mattes Fotopapier genommen, um genau zu sein, das Alabaster-Fotopapier von Schwarzwaldmühle. Das hat die Eigenschaft, dass es auf der einen Seite eine Fotobeschichtung hat und auf der anderen Seite ist das normales Kopierpapier. Das heißt, der Druck, den du auf der fotobeschichteten Seite hast, der ist immer ein bisschen klarer. Die Farben sind ein bisschen intensiver als das, was du auf der Kopierpapierseite hast. Deswegen habe ich jetzt dieses Muster hier gewählt, um das auf die Rückseite von dem Papier zu drucken und dieses Motiv, um das auf die Vorderseite vom Papier zu drucken, weil das hier natürlich viel mehr Details hat als das. Ja, das hier darf ruhig so ein bisschen vintage und abgegruncht und so aussehen. Das heißt nicht, dass der Druck hier schlecht ist. Ja, es ist einfach nur eine verschiedene Papiersorte. Du kannst natürlich, wenn du das vermeiden möchtest, auch ein Fotopapier dir kaufen, was auf beiden Seiten die fotobeschichtete Seite hat. Ja, das würde durchaus auch Sinn ergeben. Diese Ephemera-Teile habe ich ebenfalls auf Fotopapier ausgedruckt, allerdings etwas stärker, sodass das ein bisschen stabiler ist und auch die Taschen hier dann stabiler sind, sodass ich da nichts hinterkleben muss, sondern ich die einfach so aufkleben kann und das ist dann stabil. Das hier hat 110 Gramm und das hier sind 200 Gramm. Aber da kannst du natürlich auch mit der Dicke der Papiere rumspielen und schauen, was dir am besten gefällt. Die Streifen hier sind auch auf 200 Gramm Fotopapier ausgedruckt, sodass man die auch, siehst du, das ist noch alles nackt hinten, habe ich extra so gemacht, damit du siehst, was kann ich haben, wenn ich das einfach ausdrucke, bisschen was aus meinem Vorrat nehme und mir das Journal daraus mache, ja, dann habe ich halt sowas. Hier kann ich noch was machen oder ich lasse es halt so. Aber das ist der Grund, warum das weiß ist, damit du siehst, wie das aussehen kann, wenn du das dir selber so zusammenbaust und einfach nimmst, was du schon hast, ja, so. Plus, was du dir ausgedruckt hast natürlich. Das könnte man jetzt noch verstärken mit irgendwas, aber selbst wenn man das so ließe, finde ich, ist das eine ganz gute, also das fühlt sich gut an, um das als kleinen Tag zu benutzen und dann vielleicht hinten noch was drauf zu schreiben oder hier irgendwie noch eine Verzierung dran zu machen oder so, das wäre schon stabil genug. Dann habe ich ein paar Experimente gemacht, einige, die ich schon vorher auch mal gemacht habe und einige, die für mich auch neu sind. Zum einen habe ich auf Overhead-Folie gedruckt. Ich verlinke euch soweit auf Amazon verfügbar die Overhead-Folie, die ich hier verwendet habe. Ich hoffe, dass es die gibt und dass wir da nicht den gleichen Quatsch haben wie mit dem holographischen Papier, dass das mal verfügbar ist und mal nicht.
Das regt mich ja im Moment auch total auf, weil ihr wollt das haben und dann gibt's das wieder nicht. Also ja, falls ihr das holographische Papier bestellen wollt, bitte schaut öfters mal auf Amazon nach, ob es dann wieder verfügbar ist. Scheinbar immer, wenn ich ein Video mache und ihr euch das kauft, ist es danach weg. Ich weiß nicht, ob die davon nur 3 Packungen haben oder was, keine Ahnung. Aber jedenfalls versuche ich euch mal die Folie, die ich hier verwendet habe, zu verlinken. Das ist eine Overhead-Folie, die bedruckbar ist. Gebt mir bitte mal irgendwas, also wir können die Rückseite hier von diesem Ding nehmen, damit man das hier reinstecken kann, dann sieht man das, wie das nämlich wirkt, wenn da jetzt was Weißes drin stecken würde. Ja, so, also das ist dann da so auf der Folie. Achtet bitte, wenn ihr euch von irgendwo eine Overhead-Folie kauft, dass ihr die richtige Sorte auswählt, denn wenn du einen Tintenstrahldrucker hast, brauchst du eine Overhead-Folie, die mit Tintenstrahldrucker bedruckbar ist. Wenn du einen Laserdrucker hast, dementsprechend eine Folie, die mit Laserdrucker zu bedrucken ist. Ja, bitte nicht verwechseln und gut gucken bei der Artikelbeschreibung, wenn ihr das jetzt irgendwo im Internet kaufst oder so, weil wenn du nämlich die falsche erwischt, kann es sein, du hast ja voll die Tinte in deinem Drucker, weil das dann da drauf nicht trocknet, ja, also pass bitte auf, ja, unter normalen Umständen ist das überhaupt gar kein Problem, das legst du in deinen Drucker rein, du achtest darauf, dass du die Beschreibung richtig liest, dass es richtig rum drin liegt und dann druckst du da drauf, dann kommt das raus und bei dieser Folie ist es so, dass das relativ schnell trocknet, also da musst du nicht Ewigkeiten warten, das ist nach ein paar Minuten trocken und dann kannst du das festnähen oder was man auch machen kann, ist doppelseitiges Klebeband zu verwenden, um so eine Tasche festzumachen. Hier habe ich das zum Beispiel gemacht, da sieht man die Tasche fast gar nicht, ne? Aber die ist hier unten. Die sieht man jetzt nur, ich finde das total faszinierend, weil diese Dinger da drin stecken, siehst du, dann ist das so durchsichtig, logischerweise, und weil dieses hier aber so dunkel ist, deswegen ist das nur so teilweise durchsichtig, ich stecke mal was Weißes rein, dann kann man das noch ein bisschen besser sehen, siehst du, und je nachdem, was du da reinsteckst, kannst du da unterschiedliche Effekte erzielen. Wenn ich das sehe, erinnert mich das immer an diese Karten mit diesem Lupeneffekt. Kennt ihr das? Es gibt auch so Zauberkarten, da tut man, schneidet man so eine Lupe aus und dann macht man da so, ich weiß nicht genau, wie das gemacht wird, aber ne, das hat auch irgendwie so einen Effekt. Also da könntest du dir jetzt auch noch irgendwas ausdenken, was du vielleicht auf die Folie drauf malst, stempelst oder was auch immer und was dann erst zum Vorschein kommt, wenn du was Weißes reinsteckst. Ja, weil wenn du hier was anderes reinsteckst, dann ist das ja gar nicht so doll. Verstehst du, was ich meine? Also, was ich damit sagen will, ist, je nachdem, was du dann da reinsteckst, ich bin total fasziniert davon, schaut das natürlich auch unterschiedlich aus. Und die, die Motive, die vermischen sich dann so. Dadurch, also wenn du jetzt das hier zum Beispiel nimmst, ne, hast du diesen Tag, und wenn das jetzt da reinsteckst, verschwindet das Gestempelte hier im Hintergrund, das ist gestempelt, und dieses Spinnnetz, dann verschwindet das, und das da kommt dann zum Vorschein, aber in Kombination mit dem, was dahinter ist. Also verstehst du? Kannst du so machen, ich sage es nur so ein bisschen so Übergang. Ich finde es faszinierend. Also ja, Overhead-Folie wäre eine Möglichkeit, um dieses Papier drauf zu drucken. Dann holographisches Papier, ja, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Du kannst auch mal versuchen, diese Seiten, das habe ich jetzt zugegebenermaßen noch nicht getan, diese Seiten hier auf holographisches Papier zu drucken. Die sind jetzt nicht extra optimiert, um auf holographisches Papier gedruckt zu werden. Dieses Translucent Flower Whispers, was du hier siehst, das habe ich extra gemacht, damit es perfekt rauskommt, wenn man das auf dem holographischen Papier ausdruckt. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist, ein anderes Printable auf holographisches Papier zu drucken. Das kannst du trotzdem machen. Ja, die Ergebnisse können da vielleicht ein bisschen variieren. Ja, das weiß ich nicht. Ich muss das ausprobieren. Ja, das könnte ich mir aber vorstellen, dass das auch gut klappen kann. Ausprobieren. Junk Journaling ist ausprobieren. Ja, und wenn das nicht gut aussieht, ja, dann machst du dir halt einen Collage-Fodder da draus und schneidest das auseinander oder schmirgelst das ab und dann hast du ein cooles Teil, was du irgendwie anderweitig verwenden kannst. Diesen Tag habe ich auch nochmal auf so eine Overhead-Folie gedruckt. Ich finde das total faszinierend. Guck mal, wie das wirkt. Ich finde das auch so geil, dass man da mit seiner Hand, ne, kannst du so, guck. Und dann kannst du da natürlich was dahinter machen, wo dann wieder diese Mischung kommt, aus dem, was dahinter ist und dem. Du könntest auch zum Beispiel, ja, da muss man ein bisschen gucken, je nachdem, was da dazu passen würde. Das hier finde ich zum Beispiel, diesen Ausschnitt finde ich richtig toll. Guck mal, achte mal, also das hier schaut komisch aus, aber achte mal bitte nur auf diese kleine Burg, die hier auf dem Bild ist und dieser Blume da drüber. Und jetzt stell dir mal bitte vor, das wäre jetzt hier so ausgeschnitten, vielleicht in so einem kleinen Rahmen drin oder so. Das schaut doch einfach nur cool aus, oder? Ich finde das richtig toll.
Oder zum Beispiel auch, wenn du irgendwo einen Hintergrund brauchst für irgendwas oder in diesem Fall vielleicht eher einen Vordergrund, oder? Mensch, Luise. Also du hast jetzt hier das hier ist dein Hintergrund, ne? Und das hier ist der Vordergrund. Es ist einfach zu warm. Ich denke, du weißt, was ich meine. Das kombiniert sich einfach total toll. Und was man dann auch machen kann, und das ist jetzt etwas, was ich noch eben, es befindet sich noch im Erforschungsstadium. Ich habe mir goldene bedruckbare Stickerfolie gekauft. Also als Vergleich, vom Material her fühlt sich das ganz ähnlich an wie dieses holographische Vinylpapier. Das hier hat den holographischen Effekt, das ist wie eine Folie, das ist ein Sticker. Dieses hier ist Gold, einfach ganz Gold, habe ich hier irgendwo. Moment, ja, ich habe hier gerade eins liegen. Moment, ich muss das kurz knicken, weil ich habe hier hinten geheime Experimente drauf gemacht. Das passt auch gut zu Halloween, was ihr jetzt da seht. Entschuldigt bitte. Das ist einfach ganz normal Gold. Ja, so ein goldener Sticker und den kann man aber auch bedrucken. Und genau das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe diese großen Tags aus dem Ephemera von Halloween in August da drauf gedruckt. Einfach um zu sehen, was ich da kriege. Und ich war begeistert, als das da rausgekommen ist. Das ist genauso standhaft, sagen wir mal, wie das holographische Papier. Aber das bringt die Farben nochmal auf ein ganz anderes Level. Ihr habt dann diesen Glanz und da, wo das Printable nicht ganz so viel Farbe hat, also sprich, wo weniger Farbe aus eurem Drucker rauskommt, habt ihr diesen goldenen Schimmer. Ah, das ist in der Kamera. Mensch, nochmal. Das ist jetzt so ein Problem. Ja. Das ist jetzt wirklich ein Problem, euch das zu zeigen, meine ich, weil wenn ich das so halte, dann spiegelt sich mein Filmlicht auf dem Tag, aber das ist eigentlich nicht wirklich die Realität. Wenn ich das so halte, das schaut richtig üsselig gelb aus, das ist in Wirklichkeit viel, viel wärmer, das schaut viel schöner aus, also wie muss ich das halten, dass ihr das gut sehen könnt? Das schaut fast ein bisschen komisch aus. Ne? Das schaut hier ein bisschen so aus, als wenn man irgendwo hingekübelt hätte, weil das so grünlich wirkt. Das ist es aber in Wirklichkeit nicht. Das ist ein ganz, ganz, ja, so vielleicht. Stellt euch das in noch ein bisschen wärmer vor. Das ist ganz, ganz orangelich, also durch den Druck da drauf, weil logischerweise der Druck enthält ja auch Orange. Ne? Und in der Mischung mit diesem Gold schaut es richtig, richtig warm aus, wie so ein Herbstblätterwald. Das, was ihr jetzt in der Kamera seht, ist nicht die Realität, leider. Es tut mir leid. Probiert das aber mal aus. Kauft euch mal so einen goldenen Sticker, den ihr bedrucken könnt und druckt da mal irgendwas drauf. Gerade so orangene Sachen, finde ich, schauen richtig, richtig cool aus. Und das könnt ihr natürlich auch kombinieren. Das hier ist jetzt, lass mich mal gerade was Weißes nehmen. Wie ihr sehen könnt, ist das der gleiche Tag. Einmal auf transparentem Papier ausgedruckt, also Overhead-Folie und einmal auf diesem goldenen Sticker. Erstmal sieht man schon, dass je nachdem, in welchem Zusammenhang man das hat, dass das ganz unterschiedlich wirkt. Ja, auch wenn das nicht die Realität ist auf dem goldenen Papier, seht ihr schon, dass es einen Unterschied macht. Und ich finde, das ist wichtig, sich vor Augen zu führen, weil dann könnt ihr mit dem gleichen Printable ganz viele verschiedene Sachen erreichen. Und was ihr natürlich auch machen könnt, ist, einen Tag zu nehmen, den ihr jetzt entweder auf so einem goldenen Papier ausgedruckt habt oder auf holographischem Papier oder auf ganz normalem Fotopapier. Und dann druckt ihr euch was auf Folie und setzt das übereinander. Und selbst wenn ihr den gleichen Tag nehmt, ja, das ist jetzt hier so, stell euch mal vor, ihr nehmt den jetzt einfach und dreht den um und setzt den einfach so darüber. Dann habt ihr aus einem und demselben Printable etwas Neues. Und wir reden jetzt hier über einen und denselben Tag, aber bitte guckt euch mal an. Hier sehe ich so einen kleinen Schmetterling, also die Möglichkeiten, guckt euch bitte an. Da sehe ich so einen kleinen Schmetterling. Hier oben sehe ich wie so ein, das sieht aus wie so ein kleiner Pfirsich oder sowas, wo man vielleicht auch noch irgendwie so an, sag schnell, Erntedankfest oder sowas denken könnte. Ja, wenn man jetzt gar nicht an Halloween denkt und nur auf Herbst und Sommer und, also ja, Erntedankfest, eher Herbst, also wisst ihr Bescheid. Gehen will. Was ich damit sagen will, ist, wenn ihr verschiedene Papiersorten nehmt oder auch eben so eine Folie, dann habt ihr so viele verschiedene Spielmöglichkeiten einfach. Insbesondere mit dieser Folie. Ich gehe hier mal mit der Folie noch ein bisschen weiter rum. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich habe hier so eine Tasche, hier habe ich einfach eine Tasche aus so einer kleinen Landkarte gemacht und diesen Tag einfach als Dekoration hier aufgeklebt. Und dann kann man hier diesen anderen Tag, der
natürlich auch aus dem Set stammt, da reinstecken. Das habe ich einfach der Größe nach, also die Tasche habe ich dem Tag angepasst. Ja, so, hier habe ich ein bisschen gestempelt. Und dann könnt ihr, Moment, das muss man richtig rumhalten, diese Folie ist von hinten milchig und von vorne so. Man kann die natürlich auch so rumverwenden. Ja, wenn man irgendwas ganz Abgedämpftes will, kann man das selbstverständlich so rumverwenden, aber so rum gehört es halt. Dann könntet ihr theoretisch auch sagen, ich setze das hier so drüber und setze diese kleine Gestalt hier so richtig in den Hintergrund, weil ihr seht schon, je nachdem, wo ich das drauflege oder draufsetze, das wirkt ganz unterschiedlich. Manche Sachen kann man dann so richtig krass deutlich erkennen und andere Sachen, die geraten dann so in den Hintergrund, dass es schon so eine Spielerei eigentlich ist, das zu entdecken. Ist da so? Oder wenn man das dann so bewegt, vielleicht kann man sich auch mal was ausdenken, was man so ein Mechanismus, dass man das so bewegen kann und dass vielleicht auch die Startposition von so einem Teil dann so ist, ja, so dass man den da gar nicht sieht. Und wenn man das dann bewegt, hier irgendwie so ein Schnuppi dran zum Ziehen oder so, dann kommt der da so zum Vorschein. Ist da? Da müsste man sich vielleicht mal mit ein paar Kartenmechanismen auseinandersetzen, Luise. Und dann könnte man hier vielleicht sich sowas machen. Das schaut fast ein bisschen aus wie so ein Fahrstuhl, wo das dann zum Vorschein kommt. Ja, bei den größeren Motiven geht das natürlich auch. Man könnte auch einfach so ein Teil haben, wo vielleicht hier unten so eine kleine Anweisung ist. Nimm mich raus und fahr hier so über das Dings drüber. Ich finde, es macht total Spaß, das dann so auch anders farbig werden zu lassen. Weil diese Seite hier, ihr seht, das ist nicht ganz schwarz-weiß, aber doch sehr neutral, oder? Und wenn ich das jetzt nehme, dann kann ich das so mit Farbe versehen, ohne dass ich die Farbe dahin gemacht habe. Ja, so. Oder wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr was anmalen wollt, sagen wir mal, ihr habt das hier und ihr denkt euch, oh, der soll einen orangenen Kopf kriegen. Schaut das wohl gut aus? Ja, dann druckt euch mal was Orangenes auf eine Overhead-Folie, legt euch das da drüber und dann könnt ihr entscheiden, ob das gut passen könnte oder nicht. Ja, so. Man könnte dem auch, guck mal, man könnte dem auch hier so einen Blumenkopf machen. Stell dich mal vor, man würde die Blume hier ausschneiden, könnte man dem da so einen Blumenkopf machen und man würde den trotzdem dann noch sehen. Ja, so. Denkt mal an auch zum Beispiel so Sachen wie Flügel. Es gibt ja viele, die sagen, oh, ich muss hier alles mit Flügeln machen. Ich gehöre auch dazu, wenn ich irgendwie Paper Dolls habe oder irgendwas anderes, ja, irgendwelche ausgeschnittenen Sachen, also Menschen oder Tiere oder so, alles braucht Flügel, insbesondere Menschen. Dann könnt ihr euch natürlich auch so ein Papier auf Overhead-Folie drucken, also so ein digitales Papier auf Overhead-Folie drucken und euch Flügel ausschneiden und die dann irgendwo dran setzen. Zum Beispiel, wenn ihr hier so eine Dings habt, so eine Tasche, das ist einfach aus einer von den Journaling-Karten gemacht. Ne, kannst du als Journaling-Karte verwenden oder als Tasche. Stell dir mal vor, du würdest jetzt da Flügel ausschneiden oder du nimmst die Blume als Flügel oder Teile hiervon, weil bitte, das ist hier der perfekte Fühler, nicht Fühler, Flügel. Und stell dir mal vor, du würdest das jetzt da so dran setzen. Kannst du dir vorstellen, oder? Dann hätte der da einfach so Flügel. Wie du sehen kannst, ist bis auf wenige Ausnahmen, hier ist zum Beispiel eine Ausnahme, in diesem Journal fast noch gar nichts gestempelt oder gestempelt und embossed. Diese Blumen sind gestempelt und embossed oder schabloniert. Ein paar Seiten habe ich schon bestempelt, teilweise, wie hier, wie schon gesagt, hier embossed. Manchmal auch einfach nur so gestempelt. Ich glaube, hier vorne war irgendwo eine Seite, wo ich das eben gezeigt hatte mit dem Dings hier. Ja, guck, hier zum Beispiel. Da habe ich schon im Vorhinein gestempelt, ja, so, weil sonst hätte ich ja auch die Tasche hier nicht mehr festnähen können, weil es gestempelt ist ja logischerweise auf dem Papier und dann habe ich die Tasche drauf genäht und ich kann ja nicht mehr nähen, wenn das schon eingebunden ist, ja, das ist der Grund, warum ich hier vorher stempeln musste, aber wie du siehst, ist hier noch nicht viel passiert, ja, also hier schreit's nach Stempel mich, bestempel mich oder schablonier hier was drauf. Hier sind auch noch keine Die-Cuts oder irgendwas verwendet, das ist sehr untypisch für mich. Das liegt ganz einfach daran, dass dieses Journal noch nicht fertig ist. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich habe das jetzt hier so gemacht, dass du dir vorstellen kannst, was du haben kannst, nämlich ein fertiges, interessantes Journal, wenn du die digitalen Papiere aus deinem Drucker rausholst, mit bisschen was von dir kombinierst, was du schon in deinem Vorrat hast, dann hast du das hier. Ja? Und dann kannst du da drin arbeiten, du kannst da drin stempeln, du kannst da drauf schablonieren, du kannst hier irgendwelche Die-Cuts aufkleben, du kannst Journaling-Karten machen und die da reinstecken und Tags und alles Mögliche. Ja? Also dieses Journal ist jetzt quasi bereit, bespielt zu werden, oder wie soll man mal sagen. Und genau das möchte ich auch in meinen weiteren Videos, die ihr noch mit diesem Journal jetzt hier sehen werdet, in den nächsten Tagen und Wochen, tun. Das heißt, ich möchte euch zeigen, welche
Schablonen, welche Stempel, welche Die-Cuts, welche anderen Sachen passen hier gut dazu und was kann man dann in einem solchen Journal machen, um zum Beispiel diese Taschen zu befüllen, um die Seiten noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Was tue ich eigentlich in einem Junk Journal? Ja, das ist so die Hauptfrage. Das fragen sehr viele, wenn ich mir so ein Journal gebunden habe, was tue ich denn eigentlich dann damit und ja, was kann ich da noch drin machen? Und genau das ist das, was ich euch gerne zeigen möchte. Das heißt also, es wird noch einige Videos geben zum Thema Halloween in August. Ich möchte dir zeigen, wie du das zu deinem ganz, ganz eigenen Journal machen kannst, mit ganz einfachen Mitteln und vor allen Dingen, mit welchen Mitteln man das machen kann. Ja, so, das ist das Ziel. Ich finde das so cool, guck mal. Das ist mir erst eben aufgefallen, als ich das Video hier vorbereitet habe. Guck mal bitte, diese putzige kleine Fledermaus und diese putzige kleine Fledermaus da, die ist auf der Tasche drauf und die Tasche ist auch auf Overhead-Folie gedruckt. Und also, ne, so fallen die gar nicht so auf, die Fledermäuse, wenn die Tasche leer ist. Man sieht sie zwar, ja, aber die fallen gar nicht so doll auf. Aber wenn dann da was drinsteckt, und insbesondere die zwei da, die sind ja wohl irgendwie zwei so lustige Gesellen, oder? Obwohl die so pupsi klein sind, guck mal. Dann fliegen die da vor dieser Blume so rum. Ich finde das total faszinierend. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder, ne, hier so mit ein paar so Ideen zu diesem Journal. Und ich hoffe natürlich sehr, dass euch diese Papierpremiere gefallen hat. Und ich danke euch fürs Zusehen und für eure Beteiligung im Chat. Ich hoffe, dass wir sowas in Zukunft öfters mal machen können und uns auch, ja, in, wenn auch nur geschriebener Form, ein bisschen austauschen können. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Und natürlich ist das toll, wenn ich mich mit euch unterhalten kann. Also ja, wenn ihr jetzt shoppen gehen wollt, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und habt einen kreativen Tag. Vielleicht mit diesen Papieren, vielleicht mit anderen Papieren. Wenn ihr diese haben wollt, schaut gerne unten in die Infobox von dem Video. Da ist das alles nochmal übersichtlich aufgelistet. Und ja, bastelt euch was Schönes, ne? Vielleicht sowas hier. Tschüssikowski.